Okay. Also ich habe meine Entscheidung getroffen, aber wir haben ja noch gar nicht angefangen. Genau. Wir müssen heute sowieso ein bisschen für die, die das jetzt hören und sich fragen, Moment mal, fehlen da nicht zwei liebenswerte Stimmen? Ja, wir haben die Gruppe verkleinert aus ästhetischen Gründen und beschlossen, ab sofort nur noch zu viert unterwegs zu sein. Wir sind ja auch die Gutaussehenden der Runde. Ja, die nicht humanoid oder die überhumanoiden Aber sind irgendwie. wir nicht zu dritt? Ja, Björn, es spielt ja auch mit. Ach Ja, so. danke, Ja, aber es Jonas. ich dachte, du meinst die Party. Die Okay. SpielerInnen. Schön. Sag mal, Ist Björn, wie allerdings vielte parallel Folge auch ist denn Death das auf der eigentlich? Party, wenn wir beide im 52. Zusammenhang. Das war eine rhetorische Frage. Ach so, verdammt. Leon hat Entschuldigung. irgendwas Wichtiges gesagt. Ich habe es nicht gehört, weil drüber geredet wurde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sagen wollte, dass er super dankbar dafür ist, dass die Leute uns auf patreon.com/triple20 unterstützen. Denn ich könnte mir nichts vorstellen, was in diesem Moment wichtiger zu erwähnen wäre. Hast du vollkommen recht. Ja, Das ist genau logisch. das, ja. Ich meine, die Leute kriegen ja mittlerweile sogar coole Sachen. Sticker und T-Shirts. Müssen Ich die muss dafür sagen, das aber nicht T-Shirt, bezahlen? fand Ja, ich richtig gut. Ja, die Bilder sahen auch sehr cool aus und ich war schon sehr neidisch. Bin sehr autofidu, finde ich diese wundervollen Bilder auf Discord oder wo? Ja, auf unserem Discord Oh, kannst du das die ist, finden. das, es funktioniert einfach mit dem Cross-Werbung heute. Wir haben einen Discord. Aha, und da sind wundervolle Bilder. Apparently. Muss man es gerade gucken? Ah, hier. Parallel haben wir übrigens auch noch eine Webseite. In welchem Channel ist denn das? Im Supporter-Chat. Ich link dich Also es einfach ist aber mal. auch schon eine Weile her, dass es da aufgetaucht ist. Also es Naja, ich. Oh, das wirklich. Oh. Das ist natürlich wirklich ein nett. Ah, die Sticker sind auch ziemlich hübsch. Ja. Was müssen denn die Leute machen, um so einen zu bekommen? Ich glaube, einen Sticker kriegst du ab Level 8 Support, also 1D8 Support, und darüber kriegt man dann ab 1D20 das T-Shirt. Ach Mensch. Mach doch mal hier die Begrüßung, Björn. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 52 von Adventure Corp, der vierten Staffel, in der wir unseren treuen, super coolen und mutigen Helden bei ihrem Abenteuer folgen. Keiner weiß eigentlich mehr genau, worum es geht. Anfangs ging es darum, den Kult der Maschinenmutter zu vernichten. Inzwischen sind wir da etwas auf Abwägen und beschäftigen uns mit dem Maschinenvater, die irgendwie nicht zusammenhängen. Kurze Rede, langer Sinn. Was ich euch eigentlich mitteilen möchte, ist, dass ich Björn bin. Ich bin heute euer Spielleiter und ich habe das Vergnügen, mit mir am Start zu haben, Jonas als Buch. Thomas als Nino Manua. und Leon als Orwell. Hallöchen. Ihr befindet euch noch immer in der Burg Rissenberg. Hier habt ihr eine nette Partygesellschaft kennengelernt. Und den ganz kurzen Abriss dazu: Orwell, Gin und Barwin befinden sich im Festsaal oder im Bankettsaal und sind hier mit dieser munteren Partygesellschaft, während Nino und Buch sich heimlich durch das versteckte Durchgangszimmer im Kamin gestohlen haben. Dort ging es dann die Treppe runter und ihr seid jetzt ziemlich tief im Keller des Gebäudes und habt hier gerade neben euch hier liegen. Ich hatte das letzte Mal so beschrieben, dass es so ungefähr wie bei Matrix ist, diese Docking Stations. Und vor euch befindet sich eine große Tafel mit mehreren Bildschirmen und ihr habt auch schon herausgefunden, dass jeder Bildschirm den Blick verschiedener Partygäste durch ihre Augen zeigt. Das heißt, ihr könnt unter anderem durch die Augen von Sir Reuhals Orwell erkennen. Es gibt hier eine Tastatur. Und hinter diesem ganzen Gebilde befindet sich in einem Sockel ein weiterer Energiekern, den Nino schon gefunden hat. Und beim letzten Mal hatten Nino und Buch, die unabhängig voneinander hier runtergekommen sind, sich dann glücklicherweise gefunden, ohne sich gegenseitig anzugreifen. Und wir waren mit der spannenden Frage stehen geblieben, ob Buch sich etwas an dem Kontrollfeld vergehen sollte. Das ist dieselben Energiekerne wie auch in der Stadt und so. Ja, so hatte ich das zumindest verstanden. Ja, du hattest Nino fragend angeguckt, ob du jetzt da drücken sollst und ich antworte, ich überlege kurz und denke, was soll's, go for it. Hat denn, also, wie gesagt, es ist ja Technik. Das Buch hat zumindest eine grobe Ahnung, was genau passieren könnte. Was schätze ich denn ab, was ich tun würde, wenn ich das tue?
Du vermutest als erstes, dass du weiter herumspringen kannst zwischen den Augen der einzelnen Leute. Also wie gesagt, ihr habt ungefähr, ich glaube 12 Leute, hatte ich gesagt, sind oben zu sehen. Mhm. Hier sind aber bloß 6 Bildschirme. Das heißt, du siehst im Moment zwar diese Party, die oben stattfindet. Party durch 6 Augen? Bitte? Durch 6 Augenpaare? Genau. Aber du vermutest, dass man mit diesem, mit der Taste oder mit dem Kontrollfeld auch noch das quasi umherseppen kann. Also ich würde auf alle Fälle tatsächlich direkt wieder zurück zu dieser Energiekugel gehen und sagen, hey, wenn hier irgendwas losgeht, wenn hier irgendwas passiert, habe ich hier die Notbremse. Und packe da quasi auch schon meine geile Sichel, die ich da habe, so schon so ran, dass ich quasi sofort, wenn hier irgendwas Blödes passiert, diese Energiekugel da raushauen kann. Halt mich wahrscheinlich mit dem anderen Arm noch irgendwo fest, falls jetzt irgendwie mit Duchtel anfängt, man weiß ja nicht, was hier passiert. Volle Konzentration. Ich würde so mit dem Kopf um die Ecke schielen und sagen, also ich habe das hier voll unter der Kontrolle, aber gut, dass du es machst. Und würde dann anfangen, auf der Tastatur rumzudrücken. Du selbst ein bisschen zwischen den einzelnen Blickwinkeln hin und her. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass sich niemand, also ich weiß nicht, seid ihr in Roll20? Mhm. Ich bin in Roll20. Ich warte auf einen positiven Moment für alle unsere Zuhörer. Stimmt, Björn eine geile Karte. Nicht nur eine Karte, sondern zwei verschiedene Karten. Und sogar noch ein Bild. Scheiße, sag doch mal was. Also ohne Scheiß, das ist ein Level, das wir nie wieder erreichen werden. Dieses Jahr definitiv nicht mehr. Von daher ist das einfach heute schon per se die beste Runde, die wir jemals hatten. 3D und so, da meine Fresse. Ja. Ist schon extrem cool. Ich gehe davon aus, für die Zuschauer wird das jetzt gerade nicht so cool, aber der kurze Gang hinter dem Raum, in dem Buch und Nino sich befinden, das ist eine Treppe, korrekt? Genau, das ist die Wendeltreppe, die wieder nach oben führt. Okay, das heißt, wir sind oben drüber, genau, wegen dem Kaminraum. Mhm. Hier im unteren Bereich ist da dieses sechseckige Ding, ist wo der Sockel mit der Energiekugel. Ja, und schon kann ich mir richtig vorstellen, wie sich alle Zuhörer denken, oh, ich liebe euch. Ich habe extra gesagt, im unteren Bereich und so, aber ich möchte es einfach wissen. Ja, genau. Okay, also ich seppe so ein bisschen durch. Ja, geht immer ein. Genau, du seppst so ein bisschen durch. Du hast dich oben jetzt nicht so lange mit den anderen auseinandergesetzt, dass du genau wüsstest, durch wessen Augen du jetzt gerade blickst. Was dir ein bisschen seltsam erscheint, ist, du selbst einmal und siehst plötzlich einen ganz anderen Raum. Aber sehr schwach beleuchtet. Oder? Nee, nicht diesen. Okay. Einen sehr schwach beleuchteten Raum. Du siehst, dass es eine große Lichtsäule in der Mitte gibt. So ein bisschen wie so ein LED-Licht. Wie sagt man dazu? Diese langgezogenen LED-Lampen. Du meinst so ein Bauernfänger? Ich habe keine Ahnung, was ein Bauernfänger ist, aber wahrscheinlich würde er mich fangen. Das sind diese großen Lichter, die vor Partys stehen, die so in den Himmel so Lichtsäulen machen, damit die Leute vom Dorf wissen, wo sie hingehen müssen zum Saufen? Das finde ich unglaublich gut. Nee, sowas meine ich aber nicht. Okay. Ich meinte eher wie ein Knicklicht, bloß in Größe. Was heißt denn das? Eine Glühbirne quasi, aber eine längliche. Du meinst eine Neonröhre? Ein Leuchtstück. Danke, eine Röhre war das Wort, das mir gefehlt hat. Ah, okay. Das die ist guckt doch so davor raus, so als könnte man sie abziehen? Sorry, nochmal ganz kurz zurück zur Beschreibung. Also du siehst, vermutest auch wieder, weil das Bild so ganz leicht wankt, dass du dir durch die Augen von jemandem siehst. Mhm. Und du kannst nicht erkennen, was das für eine Röhre ist. Du weißt auch nicht, was drin ist. Du siehst bloß, dass es so ein bläuliches Schimmern ergibt. Mhm. Und dieses bläuliche Schimmern wird an den Seitenwänden reflektiert. Deswegen vermutest du, dass die aus Metall sind. Mehr kannst du aber nicht erkennen. Okay, also es ist jetzt nicht ein Sockel, in dem eine Röhre drin steckt, die vielleicht sowas ist wie ein Fantasy-Sci-Fi-USB-Stick oder so. Von den Proportionen her würdest du sagen, dass diese Röhre wahrscheinlich so ungefähr 2 Meter im Durchmesser hat. Okay, das ist kein USB-Stick. Die steckt man nicht ein. Nee. Okay. Was passiert? Also ich stehe jetzt quasi, ich sehe ja nicht, was er macht. Mhm. Ich stehe da, erzähl. Ich gucke mit dem Kopf wieder so rüber und sag, ich habe Zugang zu dem, was die, wie formuliere ich das jetzt für dich, also ich kann durch die Augen sehen von den Leuten. Wow, ja. So, aber durch alle. Was? Irgendwelche neuen Erkenntnisse? Sind die alle da oben in dem Raum, wo wir vorher waren? Nee, einer ist irgendwo alleine. Vielleicht ist das Klo. Okay. Aber hier in dem Raum ist keiner gerade, ja? Nicht, dass wir, oh Gott, das ist ja so gruselig, wenn jetzt quasi irgendwie was siehst, wie uns jemand anguckt. Tatsache. Das wäre gruselig und tippe, während er nicht sehen kann, nochmal ganz schnell durch alle Kameras durch.
Ja, du findest, also du siehst nicht, dass irgendjemand euch beobachten würde. Fantastisch. Aber habe ich denn auch so das Gefühl, dass das hier auch so ein Kontrollpunkt ist, also quasi so ein Admin-Panel? Du meinst, um die Leute zu steuern? Nicht unbedingt, um sie zu steuern, aber vielleicht, um in ihre Soul-Gedanken-Matrix einzudringen und ihre Gedanken zu hören, Vielleicht zu nicht über die lesen. Tastatur, aber du siehst, dass es ein paar interessante Boards an der Seite unterm Tisch gibt. Ja, fuck it, I'm connecting to them. Sehe ich eigentlich Buch von da aus, wo ich stehe? Oder stehe ich jetzt irgendwie so hinter einer Computerwand? Die Frage ist, wie lang ist deine Sichel? Das ist eine sehr gute Frage. Die Nicht hätte so ich jetzt sehr nämlich auch lang. gestellt. 3 Meter. Nee, das ist ja quasi im Endeffekt so ein Holzstock mit einer Klinge am Ende dran. Und das ist nicht sehr weit. Also ich muss da schon direkt daneben stehen. So nicht 12 Fuß. Vielleicht irgendwie ein Kästchen, aber mehr auch nicht. Deswegen frage ich, ob ich dich überhaupt sehe oder ob ich dich nur höre. Nee, Also du wenn du müsstest so mich nah an eigentlich der, hören. kannst ihn hören, wenn du aber so nah an der Säule stehst, dann nicht. Du kannst jetzt höchstens, das, was du jetzt gerade mitkriegst, ist ein Klacken und ein Fuck it. Was machst du? Was machst du? Ich hack den Mainframe. Halt. Ist egal, du würdest es nicht verstehen. Ich hätte gerne ein Charisma-Save von dir. Charisma, ich würde. Ich habe eine 10 gewürfelt für alle wundervollen Zuhörenden und würde eine Fähigkeit nutzen, und zwar Flash of Genius, und daraus eine 15 machen. Alles klar. Wir lassen mal den ganzen Technikkram raus. Du navigierst dich durch die jeweiligen Daten. Du findest ein paar Bereiche, die abgeriegelt sind. Du findest ein paar Bereiche, die nicht abgeriegelt sind. Und du merkst auch kurz, dass der Code dich, also wie eine Art Firewall, die versucht dich anzugehen. Du kommst da aber durch. Und dann merkst du, dass du Zugriff hast auf die Wahrnehmung der einzelnen Leute. Das heißt, du kannst nicht nur sehen, als wenn es deine eigenen Augen wären. Du kannst jetzt auch hören, was erzählt wird. Du merkst aber auch, dass in deinem System sich ebenfalls ein Alarm meldet. Das heißt, deine eigene Firewall ist gerade aktiv geworden. Okay, das heißt, das System greift zurück an. Genau, es fließen gerade Daten in beide Richtungen. Ich würde gern spoofen, aus welcher Richtung ich komme. Kannst du VPN anmachen? Ja. Nino, kannst du dich mal dazwischen schalten? Nie dazwischen scheiden. War ein Spaß. Ach so, ah ja, hä, Was machst du da? Oh du, jetzt wird's schwierig. Also, pass auf das Internet. bye. Eines Abends im antiken Griechenland. Das kannst du machen. Also, du versuchst zu verschleiern, wo du herkommst, aber dadurch, dass du jetzt nicht über ein Netzwerk reingehst, sondern über ein Port. Wenn es nur einen Port gibt, gibt es nur einen Port. Na, ich meine, es gibt zwar mehrere, aber es ist relativ offensichtlich, woher die Energie kommt, die durch diesen Port fließt, die kommt von dir. Und es ist auch klar, welcher Port das ist. Das heißt, die Frage ist, möchtest du da länger dranbleiben, was potenziell gefährlich sein könnte? Ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt erstmal, also ich habe jetzt ja quasi, also wie stelle ich mir das vor? Ich habe da jetzt eine Directory, wo die Sinne von den GästInnen drauf sind. Ja, aber stellst dir eher vor wie so ein Netzwerk. Wie so ein Neuronennetzwerk, und du bist quasi jetzt ein Neuron in der Mitte und du kannst von da aus auf weitere Knotenpunkte springen. Und Sind immer wenn du auf die. so einen Knotenpunkt springst, dann hast du von da aus dann Zugriff auf gewisse Okay. Bereiche. So Okay, ein es ist Motorrad nicht. steigen und durch so ein Grid fahren. Ja. Aber sind da Daten mit verknüpft mit den einzelnen Punkten? Also kann ich zum Beispiel Namen ablesen? Sind die Ports benannt? Also gibt es quasi, kann ich sehen, dass das eine Sir Glubber ist? Das kannst du nicht sehen. Du siehst aber, dass jeder Knotenpunkt mit einer Version 4 UUID benannt ist. Aha. Was hoffentlich wenigstens Thomas ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ich lache innerlich. Okay. Okay. Das ist wieder ein sehr trauriger Abend heute. Das heißt, du hast jetzt hier nicht direkt den Zugriff, dass du sehen kannst, wer das ist. Du siehst aber auch, wenn du in einem Knotenpunkt bist, dass es einen Datenstrom gibt, der quasi von jedem Knotenpunkt wieder. Ich glaube, sie haben es die Wolke genannt, führt. Ja. Und dort würdest du wahrscheinlich genau all diese Daten finden, die dir jeweils zu jedem Knoten sagen, wer das ist, welche Erinnerungen vielleicht auch da sind. Quasi in den Mainframe zu kommen. Genau. Sagen wir einfach die Cloud. Okay, ja. Dann würde ich erstmal ganz kurz zu dem Gespräch von Barvin zappen.
Der unterhält sich ja gerade mit dem Baden über Unsterblichkeit und so, ne? Genau. Die beiden spielen trotzdem auch Musik nebenbei weiter. Ich hätte gerne von dir eine History-Probe. Pff. Klar. Plus. 21. Okay. Du brauchst zwar einen Moment, aber dann ist deine Audioerkennung angesprungen und du hast nicht mehr so viel von ganz, ganz früher, aber du meinst, dass es sich hier um eine auf Laute gespielte mittelalterliche Version von Without Me von Eminem handelt. Oh, toll. Hardcore. Tatsächlich genau das, ja. Ja, also ganz kurze Zeitlein, ich habe am Montag auch eine Runde geleitet, wo meine SpielerInnen gerade in Battle of the Bards sind, wo es darum Geil. geht, so bardig wie möglich zu sein in fünf verschiedenen Disziplinen. Und da läuft auch die ganze Zeit Bardcore im Hintergrund. Ja, ich habe genau das gleiche im Sinn gehabt. Okay, fantastisch. Aber das Gespräch ist nicht groß spannend gerade. Das kommt drauf an. Also was du aus diesem Gespräch mitnehmen kannst, ist, dass quasi jeder hier im Raum, also ich fasse es so ein bisschen zusammen, ich gehe auch davon aus, du springst mal kurz in das Gespräch von Orwell mit rein. Genau, also ich würde halt den Raum einmal kurz überwachen, schauen, ob die Lage entspannt ist und Genau, was dann. dir auffällt, wenn du durch die Knoten durchspringst, ist, dass außer den Gesprächen, die quasi unmittelbar in der Nähe von Orwell und Barwin stattfinden, Jin ist noch immer unsichtbar, ihn kannst du nicht sehen, die anderen reden gar nicht. Das heißt, du siehst zwar durch die Augen, dass sie ihre Münder bewegen, aber sie erzählen nichts. Sehe ich Heißt, denn, dass trotzdem Datenströme generiert werden? Also unterhalten sie sich quasi einfach in der Cloud oder unterhalten sie sich einfach wirklich straight up gar nicht und sind eher so NPCs außerhalb der Hörreichweite? Also sie unterhalten sich nicht, was du merkst, ist, dass sie eine sehr hohe Aktivität dabei haben, die Stimmen von Barwin und Orwell auszuwerten. Das heißt, sie Aber. tun so, als wenn sie reden, beschränken sich aber hauptsächlich darauf, zuzuhören. Ah, okay, weil sie trotzdem nicht untereinander die Daten voneinander auslesen können. Okay. Weird. Okay, und dann würde ich auf jeden Fall zu dem Dude im Depri-Room mit den Neonröhren nochmal switchen und gucken, was da gerade passiert. Das kannst du machen. Du bist, wie gesagt, in diesem metallenen Raum, der abgesehen von der großen leuchtenden Röhre in der Mitte dunkel ist. Jetzt, wo du selbst durch die Augen siehst, kannst du auch mehr Details ausmachen. Und zwar glaubst du, dass in dieser großen Röhre in der Mitte oder diesem Zylinder sich eine Flüssigkeit befindet und du glaubst darin, eine humanoide Form zu erkennen. Ich würde meinen Kopf wieder zu Nino rüberstrecken. Ja. Oder, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der Kopf geht rüber, du wartest, Nino, und der Kopf geht wieder zurück. Okay. Wenn du magst, kannst du ganz kurz zu Orwell switchen. Ich muss kurz was schauen. Bin ich in Ordnung, Orwell? Hallo, ja, ich bin auch da. Oh, passiv-aggressiv. Du bist Ich oben mache in. eher einen Scherz irgendwo. Genau, du bist oben im Bankettsaal. Und das Gespräch, das du mit Zerreuhals geführt hast, war ja bisher eher so, dass er versucht hat, dir die Vorzüge des Unsterblichseins nahezubringen. Du merkst aber auch, dass er da eine scheinbar persönliche Agenda mitverfolgt. Also er möchte dich gern davon überzeugen, dass das toll ist. Und fängt auch an, immer öfter zu fragen, ob das nicht auch was für dich wäre, ob du das nicht auch vorstellen kannst. Das hat er beim letzten Mal ja schon gemacht, als es um dein Bein ging. Und die Fragen werden aber auch zunehmend direkter. Okay. Ich würde den immer so ein bisschen ausweichen. Ich würde gerne mal von ihm wissen, wie er dazu steht, dass da tatsächlich sie ein Dorf überrollt haben mit ihrem Schloss. Er sieht dich kurz verdutzt an und sagt dann, ein Dorf überrollt? Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Das Schloss bewegt sich natürlich, aber wir fahren doch immer Routen, auf denen ganz sicher niemand verletzt wird. Also seid ihr euch da sicher? Das klingt mir noch arg nach einer Verwechslung, meine ich. Naja, also so viele durch die Gegend laufende Schlösser haben wir jetzt nicht hier in der Gegend. Und es Ich habe sieht auch schon mit sehr. keiner Silbe gesagt, dass es ein anderes Schloss war. Das war nicht meine Absicht, aber. Die Spuren sind schon sehr, sehr, sehr konsequent dieselben. Es würde mich doch wundern, wenn es jemand anders gewesen wäre. Sind das so festgelegte Routen? Macht ihr die jedes Jahr aufs Neue? Habt ihr vielleicht mal darüber nachgedacht, dass da eventuell unterwegs neue Dörfer entstehen können? Nein, also wir haben keine festen Routen. Wir waren in diesem Landesteil ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber
Es macht mich schon etwas betroffen, wenn ihr recht habt und wir da ein Dorf überrollt haben sollten. Ich hoffe, es wurde niemand verletzt. Leon hat die Informationen gerade nicht mehr, aber Orville würde ihm knallhart vor den Kopf knallen, wie viel kaputt gegangen ist, wie viele Leute gestorben sind. Dann blickt er etwas betroffen drein und sagt, ah, das ist ja wirklich eine Schande. Naja, was will man machen? Vielleicht überprüfen, wo man mit seinem Schloss langläuft. Es folgt so eine kurze, sehr unangenehme Stille, in der du merkst, dass er das nicht als Witz aufgefasst hat und scheinbar auch nicht verstanden hat. Mhm. Möchtest du die Stille irgendwann unterbrechen oder lässt du das einfach weiterlaufen? Ich gucke ihn so erwartungsvoll an. Also ich würde das weiterlaufen lassen. Oh boy. Es dauert noch einen Moment, dann öffnet er den Mund, um was zu sagen. Und dann siehst du plötzlich für so einen ganz kurzen Moment, wie sich sein Gesicht verschiebt. Und zwar meine ich damit dieses, kennt ihr aus den X-Men-Filmen, wenn Mystique ihre Gestalt ändert, wie so ihre ganzen Schuppen einmal so über sie rollen? Ja. Das quasi, im Prinzip geht so eine kleine Welle über sein Gesicht. Und während das passiert, ändert sich dieser verständnislose Gesichtsausdruck in einen fröhlichen Gesichtsausdruck. Oh, okay. Und er sagt, aber wie ist das jetzt? Wollt ihr denn noch was trinken oder wollt ihr nichts mehr trinken? Ihr habt doch gar nichts getrunken, merke ich gerade. Soll ich euch einen Becher holen? Wir haben guten Wein. Würde etwas Wein nehmen, aber ich würde so subtil wie möglich versuchen, Orville hat keinerlei Verständnis von sowas wie Nanobots oder so, aber ich würde gerne, ich gucke gerade, wie es heißt, aber ich glaube, es ist die Tech Poison Disease. Aber ich würde vorher gerne so ganz subtil gucken, ob sie mich da jetzt irgendwie vergiften wollen oder so Blödsinn. Du glaubst nicht, dass sie dich vergiften wollen, zumindest nicht bewusst? Sag mal so, der Wein ist sehr alt. Er wird nicht mehr besonders frisch schmecken, aber du glaubst nicht unbedingt, dass er dir gefährlich werden könnte. Willst du also sagen, dass sie sich Wein reinkippen, der nicht gut gelagert wurde und ja. Ja, okay, gut, dann machen die das. Ja, dann würde ich nicht ganz zu euphorisch davon trinken, dass es nicht mehr so richtig guter Wein ist. Ja. Aber ich würde der Höflichkeit Genüge tun, sozusagen. Es geht plötzlich so ein leichtes Raunen durch die Menge und dann fangen Leute an zu klatschen. Du siehst dich kurz um, was passiert, und dann wird klar, dass auf der anderen Seite, also quasi hinter dir, eine der Edelfrauen sich an die Wand gestellt hat und ihr Mann sich anschickt, mit mehreren Messern auf sie zu werfen. Ich weiß nicht, ob das für dich interessant ist. Ich glaube, ich habe ja verstanden, dass sie im Prinzip unsterblich sind. Ich glaube, Orville würde sich denken, dass das die bekloppten Spiele sind, die man sich ausdenkt, wenn man so viel Zeit hat. Aber ich glaube, weitgehend ignorieren. Mhm. Dann hätte ich gerne eine Perception-Probe von dir. Eine Perception-Probe, komm sofort. Perception ist... Vielleicht wenn mir jetzt mein Charakterbogen so ewig. Ganz kurze Zwischenfrage. Ich sehe das auch, dass die mit dem Messerwerfen anfangen, oder? Genau, und wenn du jetzt noch im quasi diesem Netzwerk drin bist, dann... Oh. Ja, also ich habe eine kritische 20 für insgesamt 29 geworfen. Das war das O von Björn gerade. Und von mir. Du drehst dich wieder zurück, weil sich das nicht, also es ist für dich nicht ganz so spannend. Du hast, wie du gerade schon begründet hast, ja, nimmst sowieso an, dass da nicht so viel passieren kann, selbst wenn sich jemand verwirft. Und dabei fällt dir auf, dass die Schlossherrin nicht mal in ihrem Platz sitzt. Und du kannst noch sehen, wie sie gerade durch das Kaminfeuer geht. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir beim letzten Mal kommuniziert hatten. Du musstest, glaube ich, immer darauf warten, bis Barwin und Jin dich anmessagen. Oh, ja. genau. Das war gerade auch mein Gedanke. Ich glaube, ich weiß nicht, wie sehr Meta das jetzt ist, wenn ich das so sage, aber ich würde versuchen, Barwins Aufmerksamkeit zu bekommen und ihm mitteilen, dass die Schlossherrin gerade durch den Kamin durch ist. Und das finde ich spannend. Wie würdest du denn das machen? Ich meine mich zu erinnern, also geht ja nicht gerade Musik. Ich meine mich zu erinnern, dass Barwin mir mitgeteilt hat, dass Nino durch den Kamin ist. Ja. Wenn ich mich nicht. Ja, okay, das weiß ich also. Ich würde ihn sehr intensiv anstarren. Und so mit den diesen Guck mir in den Kopf Blick. Barwin ist gerade sehr in das Duett mit dem Baden vertieft.
Aber dann Soll ich hörst du das auch in deinem nochmal Kopf, bei Jin? Also, okay. du siehst Jin nicht, aber in deinem Kopf kommt an, alles okay bei dir? Von Jin? Die Schlosserin ist gerade durch den Kamin hinter Nino hergelaufen. Vielleicht sollte jemand Nino warnen. Oh. Oh, das ist natürlich ungut. Ich werde es gleich Barwin mitteilen und dann versuchen, hinterherzugehen. Super. Also ich sehe Jin aber nicht, ja? Nee, Jin ist weiter unsichtbar. Okay. Dein Gesprächspartner sieht dich an während des Ganzen. Also er tippt ihn irgendwann auf die Schulter und meint, wir können uns auch weiter unterhalten. Also es sei denn, ihr möchtet aufstehen und woanders. Ich komme gerne mit. Alles gut. Und ich glaube, ich würd ihn primär in so Smalltalk verwickeln. Und ja, also ich glaube, ich habe beim letzten Mal so ziemlich alle Fragen gestellt, die mir als Leon jetzt so konkret einfallen. Und da er tatsächlich ja nicht im geringsten scheinbar auf den Vorschlag, doch vielleicht sich zu überlegen, Sicherheitsmaßnahmen im Schloss einzurichten oder so. Würde ich es erstmal dabei belassen. Ja. Nino und Buch, wir sind wieder bei euch. Buch, du hast. Würfel mal bitte einen Zwölfer. Würfel. 7. Du hast leider nicht mitbekommen, dass die Schlossherrin sich bewegt hat. Okay. Wie genau entgeht mir das, weil ich quasi jetzt nicht mehr vor dem Bildschirm bin, sondern im Netzwerk? Genau, du bist im Netzwerk und du bist gerade nicht zufälligerweise nicht auf den Knoten gewesen, die das gesehen hätten. Okay. Das heißt, ich bin immer noch in dem dunklen Raum. Genau. Genau. Okay, also ich bin ja nicht da, aber das sagt uns ja auch, dass er durch die Augen der Schlosserin nicht gucken kann. Doch. Bei den Bildschirmen schon. Aber jetzt gerade bin ich ja in. Ich sitze ja nicht mehr vor den Bildschirmen und gucke in die Bildschirme, sondern meine Conscious ist im Mainframe. Ah, ja, okay. Genau, und da müsste er quasi auf den zufälligerweise entweder auf ihrem Knoten gewesen sein oder auf einem, der sie gesehen hätte. Aber das heißt, Naja. das ist quasi passiert, nachdem ich weggeswitcht bin. Wie Weil meinst wenn du, ihr. ist weggeswitcht? Naja, ich habe ja quasi erst den kompletten Raum gescannt, geguckt, was Barwin macht, was bei Orville passiert und gecheckt, ob bei denen alles gut ist, bevor ich dann gewechselt bin. Genau, ja. Okay, das heißt, es Das ist quasi passiert quasi direkt jetzt danach passiert. gerade. Ja, okay. Was Möchtest du sehe ich? irgendwas machen? Möchte Nino irgendwas machen? Ja, Ich würde regelmäßig nachfragen, Buch, weil ich kriege ja nichts mit. Ich weiß jetzt nicht, ob du abgeschaltet bist und überhaupt noch kommunizieren kannst oder ob du jetzt quasi in totaler Stille irgendwie halb runtergefahren da bist. Kannst Das du. Blöde ist, ich habe gerade etwas nachgeguckt, was ich tun wollte, was jetzt, da Jonas das Wissen hat, dass die quasi auf dem Weg zu uns ist, extrem wie Meta klingt. Darf ich das trotzdem machen? Ja, go for it. Verbieten kann ich es dann immer noch. Okay, der Raum. Wie viele Zugänge hat der? Nur den einen, den du sehen kannst. Also das heißt, ich bin quasi durch die Treppe gekommen, nicht Ja. dadurch, wie Nino in den Raum reingekommen ist. Ich bin auch Nino ist über die auch die Treppe Treppe gekommen. gekommen. Ach, du bist auch über die Treppe Ja, gekommen. wir sind unterschiedlich. Ich war zuerst drin und du bist irgendwann später dazu gekommen. Ah, okay, das heißt, der Weg durch den Kamin führt. Ach, das ist der Kamin da. Ah, die Treppe ist hinterm Kamin. Okay. Got it. Ja, fantastisch. Dann würde ich mental commanden, während ich quasi in dem Interface drin bin, dass sich Seite von meinem Rücken löst. Und zur Tür geht, da Arcane Lock drauf castet. Nämlich ein Touch-Spell, den ich durch meinen Homunculus casten darf. War da eine Tür oder war das einfach nur ein Gang? Bin mir Das jetzt habe gar ich nicht ja gerade sicher. gefragt, ob da eine Ach so, Tür. okay, dann. Alles Ach so, das habe ich missverstanden. Das ist einfach nur ein Gang. Hä? Hab ich nicht gerade gefragt? Ach Ja, so. aber ich Ja, habe dass da hier. einen Zugang gibt, aber nicht, ob Ah, der okay. Abschluss, aber ein quasi Naja, das verschließbar wäre dann die ist. nächste Frage gewesen. Gibt's da eine Tür? Nein. Nein, okay, gut, dann hätte ich das so natürlich auch nicht gemacht, sondern ich würde Saite rüber zu Nino schicken und ihm so ein. Ah, kein Lockkasten. Ja, ich schließe ihn in seiner Schale ein. Nee, ich würde quasi, wenn das möglich wäre, so ein Live-Feed von was in meinem, geht das? Sind das Raw Data, die bei mir verarbeitet werden? Kann ich die in ein Bild umwandeln, das Nino sehen könnte? Der Oder Bluetooth ist der es mehr Seite? so, ich bin in der Matrix und es sind Einsen und Nullen und das kannst du nicht darstellen? Ja, also ich Also ich meine jetzt nicht den Mainframe, sondern das, was ich verstehe durch die schon. Augen sehe. Ich würde sagen, das, was du durch die Augen siehst, lasse ich noch gelten, weil das kann ja auch als Signal auf die Bildschirme gepackt werden.
Genau, also ich würde quasi den Live-Feed von der Cloud, von der Kamera, in der ich drin bin, über Seite an Nino senden, damit er sieht, mir zugucken kann, was da passiert. Okay, verstehe. Du kannst ja über ihn vermutlich auch einfach sowas wie Minor Illusion oder so casten, um das Bild entstehen zu lassen. Was Artificer tatsächlich gar nicht können. Nicht? Nee. Das ist ja weird. Ja. Ja gut, dann kannst du das wohl nicht. Okay, kann Seite reden? Doch, Seite hat irgendwie lustige Piepsgeräusche gemacht, oder? Ja, Seite ist so R2D2-mäßig. Ich frage, ob ich das jetzt raffe, was da passiert. Naja, ich würde dir dann noch zurufen. Das ist das, was ich gerade sehe. Also du kannst also tatsächlich deine Consciousness aufteilen zwischen da in dem Mainframe drin und trotzdem noch in deinem Körper sein, ja? Weil das ist so ein bisschen meine Sorge, dass du da irgendwie eingefroren bist. Also und ich weiß da nicht, bin ich so richtig deep into Matrix oder kann ich schon noch meinen Körper benutzen? Ja, sag du es mir. Nee, das frage ich Björn. Ja, ich glaube, das war eine Frage an mich, aber ist okay. Also ich meine, wenn es nach mir geht, dann würde ich auf jeden Fall auf jeden. Also ich meine, ich bin ja quasi, ich sitze an meinem PC und habe quasi nur gerade mein LAN-Kabel in das geschlossene Netzwerk gestellt. Ich würde behaupten, du hast Einbußen, aber du kannst bestimmt ein paar Prozesse dafür hergeben. Ja, also was zu sagen. Ja, also im Prinzip, sagen wir es mal so, wenn du da drin bist und die Daten verarbeitest, kannst du vielleicht nicht deine Füße bewegen oder so. Ja, aber du kannst meine, trotzdem also, noch reden. Genau, und kann ich meine Augen noch benutzen? Also weil Seite ist ja quasi ein Teil von mir. Der hat zwar sein eigenes Betriebssystem und Shit, aber der funktioniert ja durch mich. Quasi. Okay. Das sind ja sehr spannende Gespräche. Wir sagen einfach ja. Okay. Ja. Was passiert denn in dem abgedunkelten Raum gerade, in der Consciousness, in der ich bin? In dem abgedunkelten Raum passiert erstmal gar nichts. Und dann kannst du sehen, dass direkt vor deinem Sichtfeld eine andere humanoide Gestalt langläuft. Es ist im ersten Moment schwer zu beschreiben. Es sieht aus wie eine, es ist wie eine humanoide Gestalt, ja, aber eher wie eine graue Gestalt. Also die Haut ist komplett grau und du glaubst auch, dass es sich um eine Maschine handelt, allein von der Form. Du glaubst, dass es nicht so richtig Finger sind. Es sieht ein bisschen eher aus wie Klauen, an denen irgendwelche kleinen Messer hängen. Und die ganze Figur an sich wirkt sehr langgezogen. Fast keine Schultern. Das geht quasi von den Armen direkt in den Nacken über und dann den Hals. Also einen Hals hast du quasi auch gar nicht. Hm. Sieht auf jeden Fall sehr künstlich aus und ist keine Rasse, die dir bisher begegnet ist. Und keine Consciousness, auf die ich Zugriff habe. Genau. Die quasi vor deinem Blickfeld langläuft, dich kurz ansieht und dann an dir vorbei um diese Lichtsäule herumgeht. Okay. Ich habe Zugriff auf sämtliche, also nicht nur auf die Sicht, sondern auch, du meinst auf auch die den auf Sense of Touch. Auch, genau. So. Das Besondere in diesem Raum ist, dass du so ein White Noise, du hast die ganze Zeit ein Grundrauschen. Und die graue Gestalt hat kein Geräusch gemacht, das du aufgenommen hättest. Okay, kann ich versuchen, tiefer in die Consciousness einzugehen? Also kann ich ihn dazu zwingen, seinen Kopf zu drehen oder so? Das kannst du gerne versuchen. Nee, also theoretisch könnte ich das. Ja. Achso, jetzt verstehe ich die Frage. Entschuldige bitte. Ja, das kannst du, du glaubst, dass du das könntest. Okay. Habe ich denn, also das System weiß eh schon, dass ich drin bin. Ne? Ich werde ja zurückgeklaudet. Ja. Okay. Ja, dann würde ich versuchen, ihn dazu bringen, also weil auf die Gedanken habe ich keinen Zugriff, ne? Ich kann nicht, die sind verschlüsselt, weil sie quasi noch nicht in der Cloud angekommen sind. Auf die hast du, das ist die nächste Frage, du könntest theoretisch auf Teile davon zugreifen, wenn du versuchst, mehr die Kontrolle zu übernehmen. Okay, aber das kriegen die dann ja wahrscheinlich auch mit. Ja. Das ist, wäre mehr so ein verpiss dich aus meinem Kopf-Effekt als ein dann gerade rein listen, ohne dass die das mitkriegen. Es kommt darauf an, wie gut du es machst. Du glaubst, dass du es nicht dauerhaft könntest, auf eine Zeit lang würde es vielleicht unbemerkt bleiben. Was wäre das denn für ein Check? Das ist eine sehr gute Frage. Kannst du mir was anbieten? Intelligence? Investigation? Finde also ich vernünftig. Auf jeden Fall einen Intelligence-Check finde ich am sinnvollsten. Mhm. Und ich meine, wahrscheinlich wäre ich damit auch proficient, I don't know. Würde auch meine Proficiency für Religion hergeben, um einen additional Skill, der Tech heißt, dazu zu machen. Okay. Ist das Tech nicht Religion irgendwie? Also ich meine, wenn es nach mir geht, würde ich meinen History-Check dafür nutzen, aber History, finde ich, passt nicht so gut. Naja doch, ist ja die Technik aus der Vergangenheit.
Aber for real, also ich kann gerne einen Technik-Skill erstellen. Also kannst gerne Intelligenz oder Investigation würfen. Okay. Ja, dann würde ich das probieren. 21. Bei der Gestalt in dem Raum mit der Lichtsäule, ja? Mach eine 26 draus. Ich meine, ich kann noch 31 draus machen. Heute ist alles möglich. Ich nutze halt Flash of Genius. Eine ganz kurze Randnotiz: Wenn du das jetzt machst, merkst du auch, dass du nicht mehr die Kapazität haben wirst, dich mit Seite zu beschäftigen. Das heißt, Nino wird das Blickfeld so verlieren. Okay, ich würde eben noch, bevor ich reingehe, den Command geben, auf Nino aufzupassen. Aber ich kriege das trotzdem, also und mich im Zweifelsfall irgendwie rauszuziehen, wenn es gefährlich wird im Raum. Du begibst dich in diese Figur und du merkst, dass du in einer gläsernen Box stehst. Oh. Du kannst dich da drin bewegen, wie du möchtest. Und wenn du an dir herabsiehst, dann siehst du, dass du humanoid bist und nackt. Du kannst dir gerne aussuchen, ob es eine weibliche oder männliche Figur ist. Aha. Blöde Frage. Es sind jetzt Verständnisfrage, auch wenn ich jetzt da nicht dabei bin. Es sind doch jetzt drei Leute in diesem Raum. Der, durch dessen Augen quasi er geguckt hat, der oder die Typ in der Lichtsäule und das Monster-Typ, ja? Wen hast du jetzt übernommen? Den, durch dessen Auge ich gucken kann. Okay. Ah, das heißt, da ist Also nicht der quasi. Mensch in der Box drin, weil das habe ich nämlich gerade eben gesagt, weil du gesagt hast, du stehst in einer gläsernen Box, dann wäre das ja quasi nicht der, durch dessen Augen du Nee, ich schaust, weil glaube, es dann. sind zwei davon. Ach so, okay, Ich glaube, ich schaue auf jemanden, der in der exakt selben Situation ist wie ich, nur dass verstanden, ich ja. Zugriff auf den habe, in dem ich bin und nicht auf die Okay, andere. ja, macht potenziell Sinn. Ist das so? Oder Björn muss nochmal korrigieren. Es kommt grundlegend hin von deinem Verständnis. Der Unterschied ist, dass du jetzt erkennen kannst, dass in der Lichtsäule, hatte ich glaube ich, hatte ich schon gesagt, dass da eine Flüssigkeit drin ist? Ja. Das hast du nicht. Du stehst hier wirklich auf dem Boden, während die Figur in der Säule vor sich hin wabert. Die ist quasi noch nicht gebootet. Kannst du nicht genau sagen. Du erkennst aber auch, dass am Boden zu deinen Füßen unglaublich viele von diesen kleinen Nanobots sind, die an deinem ganzen Körper hoch und runter krabbeln. Und es ist so ein bisschen wie in einem Ich fühle ja Befest. auch, was passieren. Genau, du fühlst auch, was passiert. Es ist ein bisschen wie in einem Bethesda-Videospiel, dieses, wenn der Charakter erstmal sich herabsieht und dann die Hand so vor sein Blickfeld hält. Diese Szene, bloß dass du siehst, dass deine Hand zum Teil noch aus Knochen besteht und diese Nanobots gerade anfangen, da sich so zusammenzusetzen, dass sie die Haut bilden. Es ist tatsächlich, aber es ist kein actual Fleisch, sondern es sieht nur so aus. Genau, es sieht so aus. Okay. Wenn du jetzt in dieser Figur drin bist, dann spürst du auch, dass du nicht die Kontrolle hast, dir auszusuchen, wie die Nanobots sich da arrangieren, sondern dass es eine Art vorgefertigtes Bild ist und die halten sich an diesen Plan. Du weißt aber auch, dass das nicht für alle gilt. Das heißt, es ist eine Reglementierung für den Körper, in dem du gerade steckst. Und dir ist aber im gleichen Moment auch bewusst, dass es andere Figuren oder andere Körper gibt, die sich ihre Form aussuchen können. Der aber nicht. Er aber nicht, genau. Also ich sag mal, dass Damit es ein Er ist. wollte ich gerade sagen, damit haben wir das geklärt. Sieht er denn besonders kampfready aus? Ist er eher so ein, wirkt er eher auf Kampf getrimmt? Oder ist er auch so ein Vergnügebot? Du glaubst, dass das keinen so großen Unterschied macht, Okay. wenn du dich ein bisschen konzentrierst. Also du hast quasi einen Körper, der aus Metall besteht. Das heißt, wenn du das möchtest, könntest du ziemlich hart zuschlagen. Du glaubst zum Beispiel auch, dass das Glas vor dir kein Hindernis wäre. Ja, und ich könnte wahrscheinlich auch aus seinem Arm ein Schwert machen oder so, wenn ich Kontrolle hätte. Was ich ja bei dieser Einheit nicht habe. Genau. Und gedankenmäßig? Das war ja eigentlich das, was wir wollten. Gedankenmäßig kommt bei dir an, dass es einen Alarmbefehl gibt Aha. und dass sich mindestens eine Person in der Nähe des Labors befindet. Oder eine Gestalt der Nähe des Labors befindet und außerdem, dass es mindestens zwei sichtbare und wahrscheinlich eine unsichtbare Figur im Festsaal gibt. Und dass für alle erstmal der Befehl gilt, dass sie das Haus nicht verlassen dürfen. Eine Person befindet sich in der Nähe des Labors. Genau. Eine. Nicht dann wahrscheinlich. Haben wir nicht Ja? gesehen, wie du reingegangen bist. Aber Keine geht Ahnung. denn, wie sieht denn dieser Raum eigentlich, also ist es, gibt es da noch einen anderen Ausweg aus dem Raum, in dem wir sind, oder ist es einfach. Von deiner Position aus kannst du
Also ich hätte mir den anderen Bereich mit der Energiekugel schon noch angeguckt. Ist das hier eine Tür? Ich zeige auf etwas auf der Karte. Das kannst du leider mit deinem aktuellen Sinn nicht feststellen. Ja, aber ich hätte mir den Raum ja vorher angeguckt. Also ich hatte mir den aber vorher auch schon mal angeguckt. Ich dachte, da wäre nichts mehr. Also wenn, dann hätte ich das, eigentlich bin ich ja auch einmal rumgelaufen. Die Frage ist, hast du nach versteckten Türen geguckt? Nö. Natürlich. Nicht ein Elf oder was? Und ja, Buch hat auch nicht explizit nach versteckten Türen gesucht. So. Nee. Also wir sehen nichts. Ihr seht nichts. Das heißt, ja, da ist eine Tür. Ich hab original gewusst, als ich das gemacht habe, dass ihr wahrscheinlich anhand der Karte sagen werdet, da ist bestimmt eine Tür. Naja. Gut, das wissen wir jetzt ja aber gar nicht. Das wisst ihr auch nicht. Die Sache ist aber die, dass Nino bitte eine Perception-Probe wirft. Und Buch, du siehst aus deiner aktuellen Gestalt heraus, links von dir quasi in einem Raum, diese große Lichtsäule. Und gerade zu rechts. 19. Okay. Gerade zu rechts vor dem Ende kannst du eine verschlossene Tür sehen. Mhm. Wobei das hier nicht so eine typische Holztür ist, sondern so eine Schiebeschleusentür. Ja, okay. Ich würde die Person auf jeden Fall erstmal in ihrem Glaskasten lassen und, glaube ich, aus der Note wieder rausgehen. Mach das. Wir warten ganz kurz und springen kurz zu Nino. Ja, was perzeptiere ich denn? Du hörst Schritte auf der Treppe. Oh, fuck. Ich kann schnell aufschreiben. Okay. Buch, da kommt jemand. Hör ich nicht, oder? Also sag ich zu dir. Hörst du nicht, aber du bekommst einen Ping von Seite, der das nämlich gehört hat. Gut, aber ich meine, nee, actually, ich bin ja gerade wieder rausgegangen aus dem Sense von dem Robo-Wasserkastenmann. Ohne Wasser. Und kannst du dich wieder unsichtbar? Also ich versuch's leise, wie es geht, zu sagen. Kannst du wieder unsichtbar? Weil ich kann das nicht. Ja. Na dann? Ja, dann, ja, true. Ich würde, das kann sogar, bin immer noch im Interface, aber ich habe jetzt ja wieder Zugriff auf Seite, richtig? Dann würde ich Seite wieder in mich integrieren und über ihn Invisibility casten. Also ich würde meine Cloak of Shadows wieder anmachen, würde aber tatsächlich trotzdem genauso stehen bleiben. Also mit sofort, sobald ich das Gefühl habe, das muss ich jetzt tun, da diese Energiekugel rauszuballern. Mhm. Ihr versteckt euch beide? Und ihr hört die Schritte von einer offensichtlich sehr schweren Person, die Treppe hinunterkommt. Und dann seht ihr erstmal nichts. Ich hatte es mir letztes Mal gesagt, das ist so ein dämmeriges blaues Leuchten gesagt. Ich glaube, es war bloß das Leuchten der Monitore und der Energiekugel im ganzen Raum. Es gibt keine extra Beleuchtung. Und ihr könnt sehen, dass am Ende des Gangs die Schlossherrin auftaucht und sich offensichtlich sehr missbilligend im Raum umsieht. Also ihr habt das ganz deutliche Gefühl, ich meine, Buch, du siehst es, aber Nino sieht es nicht, ich beschreibe es trotzdem für beide, ja? Mhm. Dass sie nach etwas sucht und du bist ja auch ziemlich sicher, dass sie weiß, dass du oder jemand hier ist. Ich würde durch das Netzwerk versuchen, in ihre Sicht zu switchen. Mach das. Du siehst, wie sie den Raum absucht. Und du siehst auch, wie sie dabei in einem Rastermuster vorgeht. Das heißt, sie guckt nicht einfach nur von links nach rechts, sondern in ihrem ganzen Blickfeld wandert sie quasi von oben ein Stück nach rechts, dann wieder nach unten ein Stück nach rechts. Und dann zoomt sie immer so rum und dann stehen dann wahrscheinlich überall so kleine Kätzchen drumherum mit Schrift dran. Was ist jetzt? Wie beim Terminator. Mhm. Danger Level. Ich hab's verstanden. Stein, 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 Stein. Cool. So in etwa. Bist du übrigens dann noch immer mit dem, ich meine, ja. Du bist ja physikalisch mit dem Interface verbunden. Richtig. Wie funktioniert das mit der Unsichtbarkeit? Naja, es sieht so aus, als würde nichts drinstecken. Okay. Also ich meine, jetzt können wir uns drüber überlegen, wie genau die Connectivity von USB-Ports funktioniert, wenn sie unsichtbar sind. Nee, bitte nicht. Sie geht an dir vorbei und geht nach hinten zur Energiekugel. Nino, du siehst sie jetzt auch. Ich weiche ihr natürlich dann so aus, dass sie nicht über mich drüber stolpert. Ja, sie sieht sich kurz die Energiekugel an, dreht sich dann um und steht im Moment vor der Wand, fährt dort mit dem Finger einmal von oben nach unten und du kannst sehen, dass dort ja, so eine Art LED-Leiste kurz aufblinkt und dann, also jetzt ist dir auch spätestens ziemlich klar, dass da eine Tür ist. Mhm. Dann dreht sie sich wieder um und geht wieder in Richtung der Treppe.
Also verlässt den Raum wieder. Genau, bleibt dann aber am Ende des Raums stehen und dreht sich wieder um. Zeit. Okay. Jetzt springen wir mal kurz zu Orwell. Ja. Bin so unglaublich dankbar, dass ihr vor 2 Runden die Gruppe getrennt habt. Das macht richtig Spaß. Ach, ist okay. Du hast so ein bisschen bekommen, dass hier diese ganzen Gaukeleien zunehmen. Also es wird immer mehr Messerwerfen geübt. Leute versuchen zu unterhalten. Ja, so ein bisschen mehr Trubel entsteht hier gerade. Und du glaubst, dass es auch daran liegt, dass mehrere Leute sich in Richtung des Kamins positionieren. Also sie versuchen das sehr unauffällig zu machen. Und wenn du es nicht vorher bei der Schlossherrin gesehen hättest, würde es dir wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber dadurch fällt es dir auf. Ich würde einfach mein Gespräch mit dem Dude an den Kamin verlegen und einfach mit meinem Pferdehintern den gesamten Kamin blockieren. Wenn du das versuchst, also dann stehst du vom Tisch auf, dann legt er seinen Arm kurz, also er steht auf und drückt dir quasi den Arm auf den Rücken, um dir zu zeigen, dass du sitzen bleiben sollst und sagt, na aber, was ist denn so ein schöner Abend und ihr wollt gehen? Nein, ich wollte einfach nur mir ein wenig die Beine vertreten. Ihr könnt gerne mitkommen. Ja, das würde ich natürlich schon gerne machen, aber ich glaube, bei dem ganzen Spaß, der gerade ist, nicht, dass am Ende noch eins der Messer umherfliegt und euch versehentlich trifft. Ich meine, solange ihr noch sterblich seid, wäre das ein unglaublicher Unfall, oder? Ach, mit rumfliegenden Messern kann ich umgehen. Ich hätte gern ein Dexterity-Save von dir. Sonst kommt ein Messer. Dexterity, wo waren denn hier nochmal die Saves? Oder waren die Saves? Das ist eine 3. Oh oh. Du wirst unerwartet von einem Messer getroffen. Und zwar fliegt es an deinem Hals vorbei, schneidet dir so ganz leicht in den Hals ein. Und dann sagt der Werfer auf der anderen Seite, der offensichtlich im 90-Grad-Winkel diesmal nicht zu seiner Frau, sondern zu dir geworfen hat, stell dir es kurz so vor, du siehst ihn noch und er guckt gar nicht in deine Richtung. Er hat einfach geworfen, den Arm nach links ausgestreckt und jetzt dreht sich der Kopf in deine Richtung und er sagt, oh, das tut mir leid, das war ein Versehen. Ah, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr bewegt. Manchmal passiert sowas. Und Zeroy halt sagt zu dir, was habe ich gesagt? Das ist gefährlich, wenn hier derartige Gaukeleien vor sich gehen, sollten wir lieber sitzen bleiben. Was denkt ihr? Naja, gut. Und ich würde den, der aber den ich sitze ja direkt tatsächlich dem Kamin gegenüber, zumindest wenn man der Karte glauben kann. Würde das. Nee, du bist. Direkt, also, der Kamin ist links von dir. Der Kamin nicht das da? Nee, das ist die Tür, durch die Barwin reingekommen ist. Du sitzt quasi hinter dir, direkt ist die Tür, durch die du reingekommen bist, und gegenüber ist der große Haupteingang mit der Treppe, die nach unten ins Erdgeschoss führt. Ah, da wo Jin hoch ist, okay, okay. Das ist der Kamin, gut, okay. Dann habe ich mir das die ganze Zeit anders vorgestellt. Gut. This changes everything. Nee, eigentlich nicht. Ich würde einfach nur darauf achten, dass ich ein Auge auf dem Kamin habe. Und ja. Das heißt, du versuchst trotzdem weiter Smalltalk zu betreiben, obwohl das eine sehr offensichtliche Drohung war, ja? Ich habe jetzt noch keine Lust, direkt hier Köpfe einzuschlagen. Vor allem, weil ich ja mit Barwin aktuell hier alleine bin. Barwin messagt dir übrigens zu, dass ihm das Ganze langsam sehr unangenehm vorkommt. Ich würde antworten, ja, mir auch. Ich würde jetzt erstmal ein Auge drauf haben, ob hier jemand durch den Kamin abhaut. Und wenn dem Hast du gemerkt, dass die Schlossherrin nicht mehr da ist? Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe auch Jin Bescheid gesagt, dass die Richtung Nino unterwegs ist. Du hast nicht reagiert, als ich versucht habe, dich dazu zu bringen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Aber sobald da mehr durchkommen, denke ich, werde ich hier mein Dude hier vor mir drauf ansprechen und mal gucken, was der sich für eine Ausrede anfallen lässt. Ich weiß halt nicht, ob wir beide zusammen ausreichen, um hier die alle kaputt zu hauen. Ich weiß nicht, wie schätzt du unsere Chancen ein? Gerade hat schon einer mit dem Messer nach mir geworfen, um mir klarzumachen, dass ich mich nicht bewegen sollte.
Und das war mehr offensichtlich Absicht. Ja, das habe ich gesehen. Du hast gut reagiert, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Also es sind doch sehr viele Gegner für uns beide zusammen. Ich weiß nicht, kannst du irgendwie mit den anderen kommunizieren? Ich glaube, das kann Barbie im Moment nicht, oder? Jetzt zwinge ich den Spielleiter dazu. Barbie komplett. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Druiden haben Zugriff auf Sending. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Barbie das nicht hat. Ja, wir können auch einfach sagen, dass es nicht hat. Nee, aber dann, ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten halt so ein bisschen die Situation abwarten und hoffen, dass der Rest der Truppe uns irgendwie kontaktiert. Ansonsten könnte das ja übel für uns ausgehen. Wir springen wieder zurück zu Nino und Buch. Nino, bist du immer noch in der Nähe der Säule? Der Plan, ja. Dann kannst du nicht sehen, dass sie vorne stehen geblieben ist. Richtig. Alles klar. Buch, du kannst das sehen. Und hätte ich ja vielleicht beide eine Perception-Probe? Ich kann auf jeden Fall eine Perception-Probe machen. Bei mir nur eine 8. Du bist auch weiter weg, das macht schon Sinn. Eine 17. 17. Du hörst ein Knacken aus dem Gang und plötzlich dreht sich die Schlossherrin um und springt in die Richtung der Treppe. Das ist doch bestimmt der miese Djinn. Das ist doch bestimmt der miese Djinn. Da ist uns hinterhergelaufen, der Trottel. Okay. Hast du das gesagt, oder? Nee, habe ich nicht gesagt. Das denke ich, denke gerade laut, weil ich habe mich nämlich gerade gefragt, wollte nicht eigentlich Djinn quasi uns hinterherkommen, weil er ja weiß, dass die da reingelaufen ist und habe mich gerade, was macht denn der eigentlich? Und deswegen ist das jetzt gerade so meine outgamerische Idee, dass der da gerade langgelaufen ist und sich verraten hat, Idiot. Ihr hört nach dem Sprung einen lauten Knall. Es klingt, als wäre Stein zertrümmert worden. Und danach bewegt sich die Bildschirme. Buch, das siehst du. Relativ hektisch. Orwell und Barbie. Also ich bin ja in ihr drin, ne? Also ich habe ihre Vision. Alles klar, stimmt, das habe ich vergessen. Sie hat nichts gesehen, aber sie hat auf jeden Fall was gehört. Und du hast auch gesehen, dass sie etwas anvisiert hat. Mhm. Und dieses, was auch immer, dann angegriffen hat. Sie hat es wahrscheinlich nicht getroffen. Also du gehst davon aus, dass es einer aus eurer Gruppe war und derjenige ist nicht zu sehen. Mhm. Deswegen scheint die Unsichtbarkeit noch immer anzuhalten. Aber du siehst auch, dass sie sich kampfbereit macht und anfängt, um sich zu schlagen. Was auf dem engen Raum, in dem sie ist, natürlich eine ziemlich gute Idee ist. Voll, ja. Ist vermutlich nur Djinn. Mit dem Verlust können wir leben. Ich würde tatsächlich aus hier wieder rausgehen. Und Saite sitzt ja gerade auf mir. Ich würde ihm noch den Auftrag geben, sobald irgendwas auch nur ansatzweise in meine Nähe kommt, mich wieder zu pingen. Mhm. Und wird dann in die Cloud gehen. Cool. Dann bist du für einen Moment raus. Mhm. Nino, was möchtest du machen? Also, ich habe ja jetzt nichts gesehen. Ich habe also nur ein Knallen gehört und ein, Kampfgetümmel ist übertrieben, aber irgendwie so hektisches Döns. Ja. Ich würde erstmal danach abwarten, tatsächlich auch. Ich bin so neugierig, was da noch passiert, bevor ich jetzt dann diesen Energiekern da raushole. Orwell, bei euch oben ändert sich jetzt, also du hast diesen Knall auch gehört. Obwohl, hast du den gehört? Der ist ziemlich tief. Kannst du bitte auf Perception werfen? Das kann ich natürlich. Es ist ziemlich viel los bei euch. Das ist eine 19. 19. Ich würde sagen, dann hast du so einen dumpfen Laut gehört, der aus deiner Sicht Richtung Kamin oder tiefer kam. Das heißt, du glaubst, dass da gerade irgendwas passiert ist. Ich würde so zu meinem Sitznachbarn sagen, es klingt, als wäre unten irgendwas laut, hätte etwas laut geknallt. Vielleicht sollte man, also, würd mal kurz nachsehen, ob noch alles in Ordnung ist und aufstehen wollen und mich Richtung Kamin bewegen wollen. In dem Moment hält alles in dem Raum an und alle blicken zu dir, als du aufstehst. Das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wir es schon letztes Mal gesagt hatten. Sie drehen sich alle zeitgleich um und blicken dich zeitgleich an, was sehr gruselig wirkt. Und dann sagt dein Gesprächspartner, ja, wir sollten unbedingt runtergehen. Alle zusammen. Eine gute Idee. Nach euch. Okay. Ja. Was war das? Ein unangenehmes Geräusch.
Das klang irgendwie wie eine Katze, die durch den Kreis geworfen wurde. Autsch. Geräusche kennst. Ja, aber ich glaube, ich würde dann erstmal, zumindest weil ich die Hoffnung habe, dass wir dann unsere Anzahl wesentlich mehr vergrößern als sie, also das Verhältnis ein besseres ist. durch den Kamin laufen, aber versuchen dabei sehr auf der Hut zu sein, was so hinter mir passiert. Hinter dir kannst du hören, dass Barwin auch in Richtung des Kamins geschubst wird. Er äußert zuerst, dass er nicht ganz so, dass er schon bei dir bleiben will und dann aber so ein bisschen langsamer gehen möchte. Daraufhin wird er wirklich in die Richtung geschubst. Und du kannst kurz danach auch hören, dass Sir Reuhals sein kleines Messer aus der Scheide zieht. Oder sein Dolch. Mhm. Und sie euch dann folgen. Ihr geht die Treppe nach unten und hier siehst du dann die Schlossherrin, die an einem Trümmerhaufen steht. Also sie hat im Prinzip einen Teil aus der Wand rausgebrochen und diese Steine liegen jetzt unten auf dem Boden verstreut. Sie steht aber da, als wenn sie nichts damit zu tun hätte. Also sehr anteilnahmslos und lässt euch einfach passieren. Ich würde sie erstmal angucken und sie fragen, was ist denn hier passiert? Wir haben einen lauten Knall gehört. Das ist nicht von Belang, geht einfach weiter. Ich bin aufgestanden, um zu gucken, wo der laute Knall herkam. Von daher bin ich an meinem Ziel. Ich wüsste nicht, wohin ich weitergehen soll. Von hinten werden euch die kleinen Dolche näher gebracht, um dir vorsichtig anzudeuten, dass du weitergehen sollst. Darf ich fragen, wo wir hingehen? Während ich ganz langsam weiter mich vorwärts bewege. Wir nehmen nur eine kleine Abkürzung. Irgendwie hatten wir gerade noch ein sehr nettes Gespräch und jetzt werden mir hier Dolche entgegengereckt. Nur weil... Das ist keine Angst, nur eine temporäre Situation. Wir können dieses Gespräch die nächsten Jahrhunderte weiterführen. Wisst ihr, was da gesprochen wird? Ja, du kriegst das mit. Sorry, habe ich vergessen zu sagen. Du bekommst mit, dass auf jeden Fall Orwell unten gelandet ist, weil er ja relativ lautstark seine Meinung vertritt. Ja. Und du hörst auch einen unzufriedenen Barwin. Ich würde auch behaupten, dass du mitbekommen hast, dass Jin bei dir ist. Bist du immer noch unsichtbar? Ja. Dann hast du es nicht mitbekommen. Ich weiß nicht genau, es funktioniert ja, glaube ich, so, dass Jin kann nur Message benutzen, wenn er euch sieht, nicht, ja? Mhm. Das ist heißt, alles ein Raum. Also mir ist wichtig, bekomme ich mit, dass die, also A, dass da noch mehr sind, nicht bloß Orwell. Und ja, auf jeden Fall. Du kriegst mit, dass da viele Leute sind und du hörst in deiner Nähe so ganz leise, psst, Buch, Ino, irgendjemand. Wait, also das heißt, die ist im Rage-Mode in diesem Gang. Mittlerweile nicht mehr. Jin ist zu uns durchgelaufen. Genau. Okay. Merke ich das, also ich bekomme die Bedrohlichkeit, auch wenn ich es nicht sehe, der Situation davon, dass Orwell bedroht wird mit, auch wenn ich die Messer nicht sehe, oder reden die alle so, als wäre das alles total hier, oh, lülülü. Das ist eine sehr gute Frage. Du kannst auf Insight werfen. Mach ich mal. Von der Tonart her würdest du nämlich schon sagen, dass es sehr freundlich klingt. Was bei Orwell natürlich nicht ganz so ankommt. Eine 11. Also ich muss halt entscheiden, ob ich das jetzt als gefährlich einstufe, weil wenn ja, dann dresche ich jetzt hier diese Batterie raus. Ah, was soll jetzt? Ich dresche jetzt diese Batterie raus. Ist mir egal, was ich auf Insight gewürfelt habe. Also ich habe ja extra quasi mich da schon ready gemacht und ich würde das quasi, so wie ich das schon mal gemacht habe, ich glaube oben in der Stadt des Riesen, in diesem Ding mit meiner Mama da die Energiekugel raus. Ja. Rausoperieren. Du ziehst die Energiekugel raus und es wird schlagartig dunkel im Raum. Die Bildschirme fallen aus. Orwell, du bekommst auch mit, dass die Leute aufhören, sich zu bewegen. Moment, das würde ich noch nicht sagen. Also du bekommst auch nur mit, dass es dunkel wird und niemand sagt mehr was. Am unschönsten ist die ganze Situation eigentlich für Buch. Ja, das glaube ich. Von der Cloud drin. Ich hätte gern einen Charisma-Save von dir. Wurde gerade mit einem Pilz gefüttert. Charisma Safe. Here we go. 22, Natural 20. Oh, stark. Du bekommst mit, dass die Energie schwindet. Du glaubst aber auch, dass du noch mit deinem eigenen System Buch die Energieversorgung wiederherstellen könntest, zum Teil. Mhm. Zumindest, um dich da wieder rauszuziehen. Aber nicht um. Also, ich kann das nicht aufrechterhalten.
glaube, du hast nicht einen Energiekern von gleicher Art. Und auch dann wäre es wahrscheinlich nicht möglich, das über dieses Interface zu versorgen. Aber ist es auch tatsächlich so, dass ich quasi lost im System wäre, so? Wer bucht dann, also bin ich mit meiner, how does that work, so? Mir wurde immer Ist gesagt, du bist nur mit einem halben Stück da drin, weil du dich ja quasi trotzdem noch bewegen konntest, ein Stück nach außen. ja, Das schon, Ding ist ne? aber auch, dass wir schon mal erklärt haben, dass Buchherr so eine Art Seele hat. Hm. So, und die ist dann. Tech-Seele. Genau, und deine Tech-Seele wäre dann quasi in der Cloud. Ja, das Aber du wollen wir hast ein natürlich, Natural ne? 20 gewürfelt, deswegen musst du jetzt da leider nicht drin, ey Gott, dann nicht drin sterben, hoffentlich. Nee, dann würde ich disconnecten. Was passiert denn? Ich habe ja das Girl, das da in dem Gang upraged, die Burgherrin, die habe ich ja im Blick, ne? Wie kannst du, hast du Dunkelsicht? Natürlich. Also ich möchte kurz übrigens anmerken, ich würde relativ so direkt Light auf meinen Hammer casten, dass wir eine Lichtquelle haben. Ach stimmt, du hast kein Stimmt, jetzt ist Darkvision. absolut nichts mehr drin, ja. Genau, hier ist halt wirklich totale Finsternis. Du hast Light gecastet, du siehst, dass die ganzen Figuren dastehen wie Schaufensterpuppen. Das heißt, die bewegen sich im Moment gar nicht. Okay, was habt ihr gemacht? Was ist denn, Strom wo, abgestellt. wo, wo ist die Frau? Wo ist Orville? Du Ist siehst von Orville deiner jetzt bei Position uns? aus, kannst von deiner Position aus Orville sehen. Aber wo steht der? Steht der hier am Treppeneingang oder? Orville steht am Fuß der Treppe und versperrt quasi die Sicht auf die Schlossherrin. Das heißt, du siehst jetzt hauptsächlich Orville und ein bisschen Barwin und dass da noch andere Leute stehen, aber die hast du jetzt nicht direkt im Blickfeld. Okay, aber die Schlossherrin war hier quasi im Rage-Mode. Genau. Okay. Ich pack die Energiekugel weg. Also ich setze mich nicht hin und verstaue die schön, aber ich klemme sie mir unter den Arm und gehe davon aus, dass sie mit mir unsichtbar ist, sonst wäre das irgendwie komisch und laufe jetzt quasi vor und gucke mir auch die Situation vor dieser Monitorwand, also auf der anderen Seite an. Bist du nicht theoretisch durch das Aufheben des Dings sichtbar? Warum? Also zumindest Invisibility hat Interact with an Object oder so als Bedingung, dass man wieder sichtbar wird. Invisibility when in dim light or darkness until attack, spell or step into bright light. Steht bei mir, bei meiner Clock of Invisibility. Ja, Also also meine selbst wenn, dann Invisibility ist auch. mache ich mich wieder sofort, kann ich mich sofort wieder invisible machen, weil das ist eine, das kann ich einfach so, Ja, eine und Action. also Okay. regular Invisibility, also die Second Level Illusion, die bricht nur, wenn man angreift oder ein Spell castet. Okay, ich hatte irgendwie im Kopf, dass sie auch bei Object Interaction. Also wie Okay. gesagt, selbst wenn, dann habe ich mich sofort gleich wieder geunsichtbart. Alles gut. Genau, anything the target is wearing or carrying is invisible as long as Also it's on the target wenn du mir premises. sagst, dass sich da quasi nichts bewegt, außer meine Freunde und quasi auch ich schiele noch mal zu dieser Tür, die ich da jetzt gesehen habe, wo die quasi die irgendwie wo die Schlossherrin hingegangen ist, ob da irgendwie was rauskommt oder kurz davor ist rauszukommen? Fragezeichen. Und wenn nicht, dann würde ich mich entunsichtbaren in der Hoffnung, dass die alle hier Dunkelvision haben. Oder nee, du hast ja gerade Licht weggemacht vorne mit deinem Hammer, damit ich meinen Freunden zeigen kann, hier guckt, mir geht's gut, ich bin hier und schön, dass ihr da seid. Hey, ich habe hier mal den Strom, weiß ich, was Strom ist? Ich glaube schon. Ich habe hier mal die Energie abgedreht und zeige die Kugel so. Okay, würde mal einen der Dudes um mich herum anstupsen. Dann passiert nicht viel. Die sind sehr schwer. Okay, Ich würde mich. aber Ja, mach. also was mich interessierte war, fühlen die sich immer noch fleischlich an oder Haben die sich mal fleischig Wollte ich angefühlt? auch gerade fragen, habe ich die mal als fleischlich beschrieben? Ich hatte es so verstanden. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Okay. Haben Sie sich früher fleischlich angefühlt und fühlen Sie sich jetzt auch noch fleischlich an? Diplomatisch sage ich, sie fühlen sich genauso an wie vorher. Okay. Nach einem kurzen Moment der Orientierungspause für euch könnt ihr vom Ende der Treppe ein sehr lautes Klatschen hören, so ein richtig schöner Slow Clap. Und wer steht da? Kannst du nicht sehen, da ist ja der Weg versperrt. Ich möchte übrigens kurz zu Protokoll geben, dass ich meine Invisibility nicht habe fallen lassen bis jetzt. Ja, ihr hört vom oberen Teil der Treppe ein Achtung! Und dann kannst du ein lautes Klacken hören. Also Orville und Barwin. Und kurz danach seht ihr, wie so
Dominosteine, die starten Figuren vorne überfallen. Irgendjemand scheint oben jemanden angekippt zu haben. Die putzen jetzt alle die Treppe runter und als Seroy, als der hinter euch stand, von der letzten Stufe nach unten fällt und aufschlägt, siehst du, wie sein Körper zersplittert in diese ganzen kleinen Käfer und Teile eines Skeletts sichtbar werden. Erkenne ich denn die Stimme, die da Hallo gerufen hat? Ja, das ist der Bade. Ah. Ich würde mich zu fragen, wenn, warum ist dein komischer Bade immer noch am Funktionieren im Gegensatz zum Rest? Ich würde so aus dem Off sagen, er scheint eine eigene Consciousness-Punkt-Data-Echse zu haben. Er ist nicht mit dem Mainframe connected. Das macht alles besser. Barwin kann dir keine Antwort geben. Ja, versteht kein Wort. Ja. Und der Bade kommt langsam die Treppe runtergelaufen. Immer darauf bedacht, nicht auf irgendeine von den anderen Figuren zu treten, so als würde er versuchen, sie zu meiden. Und sagt dann, was habt ihr? Überraschend gut gemacht. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es hier unten für euch ein Ende nimmt. So kann man sich irren. Und wie unterscheidest du dich von denen? Sind das nicht deine Buddies? Ist das nicht irgendwie ein bisschen... Stört dich das überhaupt nicht, dass die jetzt hier alle kaputt sind? Ach, kaputt, die können wir jederzeit wieder neu bauen. Ich glaube, du hast nicht richtig zugehört, als Sir Reuhals es dir erklärt hat, aber im Grunde hat er recht. So wirklich passieren kann uns allen hier nichts. Okay. Warum? Ich würde gern kurz zu Nino rübergehen und ihm zuflüstern. Gib mir mal die Kugel. Gib dir die Kugel. Dann würde ich zurück zum Terminal gehen und Orbel weitermachen lassen. Okay. Und was unterscheidet dich jetzt hier von dem Haufen? Vieles. Besserer Geschmack, großartiger Humor, ein wunderschöner Körper, aber Späßchen beiseite, vor allem eine eigene Energieversorgung. Unglaublich praktisch, oder? Na, hervorragend. Und warum steht dir deine eigene Energieversorgung zu? Also ich meine, du bist ja offen, scheinbar nur der Bade und das hier sind alles irgendwelche Adligen. Auch er macht ein angegriffenes Gesicht und sagt, nur der Bade. Das ist so ein richtig typisches Denken, das der Herr zum Glück nicht teilt. Und nach dem, was er mir erklärt hat, bin ich für ihn deutlich wertvoller als die meisten hier. Und davon abgesehen bin ich ja auch viel jünger und deswegen etwas besser gebaut. Und damit klopft er sich auf die Brust. Ich dachte, das Alter eures Körpers hat nichts mit eurem geistigen Alter zu tun. Bei denen hier grundsätzlich ja, grundsätzlich hast du recht. Aber... sagen wir es mal so, ich erkläre euch jetzt so ein bisschen die Vorzüge. Wenn ihr euch uns jetzt noch anschließt, dann könnte ich das so. Ich bin so ein bisschen skeptisch. Deine Kumpels haben mich mit Messern bedroht. Irgendwie fördert das bei mir jetzt nicht gerade so richtig das Verlangen, mich ihnen anzuschließen. Weißt du, wie ich meine? Ja, na klar, aber ich meine, ihr habt jetzt die Chance, ein Angebot zu bekommen, eine Stufe höher einzusteigen, nicht auf der untersten Gehaltsstufe. Ah ja. Wir können das ja auch ganz anders klären. Sagen wir es mal so, ihr seid in unser Schloss eingedrungen. Der Herr ist nicht da, deswegen ist das alles nicht ganz so dramatisch. Aber ihr hättet irgendwas kaputt machen können. Stellt euch mal vor, ihr wärt weitergegangen. Wir haben keinerlei. Wir sind nicht in ein Schloss eingedrungen. Wir haben ein zerstörtes Dorf untersucht, das dieses Schloss hier, by the way, kaputt gemacht hat. Oh, buhuhu. Wir haben also sozusagen ein Verbrechen untersucht, ein verlassenes Schloss vorgefunden und dieses untersucht. Also ich meine, die Bruchbude sieht jetzt auch nicht wirklich so aus, als würde jemand hier wohnen und man müsste an der Tür anklopfen und freundlich fragen, ob man mal reinkommen darf, ne? Wie sieht denn dein Schloss so aus? Ich verfüge über kein Schloss, aber... Ach Quatsch. Wenn ich ein Schloss hätte, sähe es besser aus als dieses. Ja, bestimmt. Aber du hast kein Schloss. Was mich schon mal darauf schlussfolgern lässt, dass du dir vielleicht auch nicht leisten kannst, das Schloss instand zu halten, was nämlich erstaunlich teuer ist und auch gar nicht so notwendig, wenn man es nicht muss. Okay, aber wenn man nicht möchte, dass Leute reinkommen, sollte man zumindest jemanden an die Tür stellen, der dafür da ist, um Leute wieder wegzuschicken oder zumindest... Das Gespräch dreht sich hier gerade in die falsche Richtung. Mhm. Mich interessiert nicht, was du vor dem Schloss hältst. Du musst auch nicht hier bleiben. Die Frage ist nur, ob du dich uns anschließen willst. Ich gebe euch das allen als Tipp. Es kann sich jeder für sich überlegen. Ihr müsst das nicht als Gruppe entscheiden. Aber die Optionen sind im Prinzip, ihr sterbt heute und werdet wiedergeboren.
oder ihr sterbt heute. Das klingt, irgendwie gefällt mir der ihr sterbt Part nicht so richtig gut in dieser Liste. Der unterscheidet sich auch dramatisch durch ihr sterbt qualvoll und langsam oder ihr sterbt und kriegt's gar nicht mit. Wieso können wir nicht auch einfach gehen? Was spricht gegen diese Option? Grundsätzlich erstmal nichts. Ich bin für jedes Angebot zu haben, aber was könnt ihr mir denn bieten, dass ich euch gehen lasse? Ich sehe das eher so. Ich kriege hier 1, 2, 4. Wahrscheinlich ist da hinten noch irgendwo jemand, 6 oder 7 von euch, wenn es hochkommt. Also eigentlich sind es nur wir zwei. Ja, nein, ganz sicher nicht. Mittlerweile auch wieder sichtbar, muss ich noch dazu sagen. Da steht noch einer und mindestens einer von euch, keiner von euch sieht so aus, als wenn er das könnte, hat versucht, sich uns illegal anzuschließen. Wow, also die Legalität liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ich finde ja, wir sind hier in Untersuchung eines seines Verbrechens und in dieser Form sind uns im Prinzip in unserer Untersuchung keine Grenzen gesetzt. Aber ich meine, das Gegenangebot wäre, wir gehen, ohne dich kaputt zu hauen und alles, was in diesem Schloss sonst noch so rumfliegt. Wer ist damit? Also, das ist doch auch ein gutes Angebot, oder? Ich weiß ja, dass du irgendwie nicht sterben kannst, wenn ich dich jetzt kaputt haue, aber du scheinst ja vorhin gesagt zu haben, dass wir hier irgendetwas kaputt machen können. Also, Buch? Hm? Du möchtest was machen? Ja, ich wollte nur Leon nicht unterbrechen. Das ist sehr freundlich von dir. Kann ich? Dann so, erzähle. Okay, kann ich versuchen, während dieses Gespräch läuft, quasi. Kann ich die Energiekugel antappen? Das kann man nur mit Ländern. Ich weiß jetzt nicht, wie du aus der Kugel Mana holen willst. Und vielleicht ist es eine Commander-Sphere. Sagen wir es mal so. Da das für mich ein wunderschöner Full-Circle zur dritten Staffel wäre, ja, kannst du. Toll. Tendiert es darin, dass ich supercharged werde oder habe ich einfach nur mehr Strom? Es kommt drauf an, wie du mit dem Output umgehst. Ich würde gerne genug davon in das Terminal einspeisen und versuchen, die Displays nicht wieder anzuschalten, also quasi nur den Cloud-Zugang wieder zu öffnen. Right. Mhm. Ist es möglich, ohne dass man das visuell erkennt? Ich behaupte ja. Also ich würde quasi nur das Netzwerk öffnen, nicht die Roboter wieder chargen. Will die ja nicht wiederbeleben. Nee, dann geht das nicht. Unabhängig voneinander. Sobald du das Netzwerk wieder anschmeißt, werden die wieder da sein. Obwohl die Energiekugel nicht in ihrem dedizierten Terminal drin liegt. Ich habe das jetzt so verstanden, dass du zusehen würdest, die Energiekugel, also die Energie anders da reinzuleiten. Ich will nicht die Bottos, sondern ich will nur den Server wieder online bringen. Nicht die Energieversorgung für die Bots, die mit dem Server connected sind. Nee, das schaffst du nicht. Schade. Dann würde ich gucken, ob ich meine Systeme auch damit overchargen kann. Das immer eine gute Idee ist. Schiefgehen. Du gibst dir selbst eine gute Ladung Energie? Nee, ich will nur gucken, ob das möglich ist. Nee, es ist möglich. Dann würde ich das Gespräch erstmal weiterlaufen lassen. Ein bisschen hasse ich für diese Geht-das-denn-Fragen immer. Ich mach oder mach nicht, ja. Aber ist okay. Orwell. Ja, ich habe den gerade bedroht. Ja, das habe ich gemerkt. Reagiert er da irgendwie drauf? Er reagiert darauf, indem er seine Laute im Griff fest und sie eher wie eine Keule hält und sagt, also er spuckt sich selbst so vor die Füße und sagt, na, dann klären wir das wie früher auf der Straße, ein schönes 1-gegen-1. Ist jetzt nicht, dass ich irgendwann angeboten habe, dass wir das unter uns ausmachen. Erst eine große Klappe und dann traust du dich nicht mal allein, ohne deine Freunde gegen mich anzutreten? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe lediglich ein Angebot unterbreitet, dass wir alle gehen. Aber ich meine, kann gerne meinen Hammer gegen deine Laute ins Feld führen. Also doch ein 1-gegen-1. Ich spreche jetzt nicht dafür, wie sich meine Freunde verhalten werden, wenn die das Gefühl haben, dass sie... Er holt mit seiner Laute aus und schlägt in Richtung deines Kopfes. Okay. Ich glaube, wir würfeln die Initiative, nehme ich dem.
Nee, machen wir nicht, weil wir das heute nicht mehr schaffen werden. Oh. Deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Nein, oh, ich wollte noch einen One-Liner droppen. Drop doch noch einen One-Liner. Hasta la vista, Baby. Nee, das machen wir nächste Folge. Ich versuch's mir zu merken. Jetzt mal endlich wieder einen Kampf. Auf die Fresse! Ja, ich bin gespannt. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, Option, was kann der denn? Tun zu werden, war irgendwie nicht besonders verlockend. Verstehe ich gar nicht. Ich hatte ja überhaupt, ihr macht das alle. Ja, ich war fest davon überzeugt. Ja, ich weiß nicht. Also natürlich können wir den beiden anderen noch die Option offen lassen, dass sie nächste Woche sagen, ja, nee, ich kämpfe nicht mit. ich finde die Idee ganz super. Ich bin dabei. Mit einer entsprechenden Backstory und einem Build-Up könnte man das überlegen, als so eine Call of Cthulhu-Runde war, da hat mein Charakter mir am Ende gesagt, okay, da mache ich mit. Hier, ich gehe ein in den Kult, weil das einfach gepasst hat, aber jetzt hier, Nino, nee. Das Einzige, was war, dass Leon die ganze Zeit versucht war, weil ich mir so dachte, das wird Björns gesamte Planung für die gesamte Kampagne so über den Haufen schmeißen, wenn wir uns jetzt alle den BBG anschließen. Das unterstellt, dass der Björn eine Planung für die ganze Kampagne hat. Danke, das Thomas. Unterstellt vor allem... Diese hochqualitative Story würde doch niemals einfach so spontan entstehen. Das ist ganz schön insulting, by the way. Aber ich glaube, ihr unterschätzt ihn... Und ich bin mir gar nicht so sicher, dass Björn nicht auch einen Plan dafür schon hat. Dann sind wir halt einfach auf der anderen Seite. Ich sag's mal so, wenn ihr nächstes Mal alle sterbt, finden wir das heraus. Das ist nämlich. Ja. Das ist doch schon lange in der Mache. Ja, aber es sollte eigentlich nicht insulting sein, das sollte eigentlich nur die Qualität der Story loben. Du hast aber gleichzeitig auch gesagt, dass er sich nicht auf die Sitzungen vorbereitet und sich nicht überlegt, was passiert. Was das habe ich, gesagt, aber ich habe letztens ein schönes Video gesehen, wo ich jemand gesagt hat, dass so eine gute Story nur vorbereitet existieren könnte. Ah, da habe ich dich falsch verstanden. Wo die wichtige Regel war für Spielleitung, it's not your story. Also quasi die Spieler entscheiden, was passiert. Und deswegen sollte man nicht so weit vorausplanen. Deswegen denke ich tatsächlich, wenn wir das machen würden, dass es trotzdem irgendwie weitergehen würde. Aber das macht ja keiner von uns. Wenn ihr jemals irgendwas macht, was mich richtig hart rauswirft, machen wir halt... Dann hast du ja einen Monat Zeit, um das zu überlegen. Also wenn ihr mich irgendwann so weit kriegt, dass ihr was macht, womit ich gar nicht rechne, wir sind erst 20 Minuten im Game, dann brauche ich halt 5 Minuten Pause. Aber auch damit kommen wir dann klar. Kann man ja schon mehrfach Situationen, wo ich mich selbst verplappert habe und im Nachhinein dachte, das war eine richtig dumme Sache, wie kriege ich das wieder geritzt und es ist immer okay ausgegangen. Oh, das habe ich aber auch so oft, das ist aber auch der Spielleiter-Pain, ne? Dass du dir so, du setzt dich hin und überlegst dir, oh ja, das ist die Religion und das ist das Problem und das ist voll die Ancient-Technik und der erste NPC, der sich auch nur ein bisschen damit auskennt, ist so, ja, hier ist übrigens meine komplette Lore, die ich mir überlegt habe, weil das voll cool ist, wenn ihr das jetzt wisst. Also, wait. Das macht ja die ganze Spannung kaputt. Es ist auch parallel, ehrlich gesagt, super frustrierend. Ich habe plötzlich einen Mini-Dungeon sozusagen vor die Füße meiner Spieler gesetzt und irgendwie auf Level 7 oder so waren dann halt die ganzen Infos dazu. Es ist halt auch super frustrierend, wenn die das alles nicht mitbekommen. Ja, wir gehen nicht rein. Tschüss. Ja, sie sind halt einfach nicht bis da. Ich habe ihnen dann nachher erzählt, was die Lore war. Ja. Weil ich mir so war, ja, der Dungeon ist jetzt eh weg, also. Das aber ist die eine Sache. Nicht. Aber viel schlimmer ist es ja, wenn du deine Story hast und dann widersprichst du deiner eigenen Story und erzählst irgendwas zum Beispiel über Dorn und denkst du, Alter, das war richtig dumm, das war richtig dumm. Und dann fällt dir irgendwann wieder ein. Doch, ja, Moment, die anderen wissen ja gar nicht, was ich geplant hatte. Dann machst du den Papierkorb auf, legst da alles rein, was du dir überlegt hast und denkst dir was Neues aus, was zu dem passt, was du vorher erzählt hast. Ja, na gut, das passiert auch, nur dass ich halt keinen Papierkorb habe. Ach so, was mir gerade noch einfällt, bevor wir
dann nächste Runde weitermachen. Hat mir das Messer eigentlich Schaden gemacht? Weil uns steht ja scheinbar ein Kampf bevor. Da wäre ja relevant, ob ich Schaden. Den Kratzer zählen wir nicht als Schaden. Das ist. Alles Klärchen. Ich wollte nur ehrlich genug sein, dass ich nachgefragt habe. Ja, ist ja richtig, aber dann hätte ich es gleich gesagt. Schaden gibt es erst wieder in geringen Mengen, wenn du mir wieder widersprichst. Ich bin dir gegenüber stets nur respektvoll und freundlich. Ich weiß. Apropos, da fällt mir ein, wo wir von Widersprechen sprechen. Ich würde gerne mal wieder über unsere Patreons sprechen. Nämlich über. Achso, ich dachte, du meinst bei freundlich und respektvoll. Nein, ich meinte Nico, Isoboy und 151 Pokémon, die uns auf patreon.com/triple20 unterstützen. Ich habe da einen Raun von Thomas gehört. Ich fand das sehr schlau, wie ich aus Widersprechen gemacht habe. Ja, ich hab's auch. Genau. Ah, schön, dass du es nochmal gesagt hast. Ich hab's einfach nochmal gesagt, um mir selbst nochmal zu zeigen, dass ich es auch gut finde. Aber langsam müssen wir doch auch echt richtig Geld über Patreon kriegen, wenn uns 153 Leute unterstützen. Wer unterstützt uns denn? Na, Leon, jetzt siehst du alt aus. Hä? Was? Du hast es doch vor 2 Sekunden gesagt. Ich kann es auch nochmal wiederholen. Nee, du musst die volle Liste machen. Alle 132. Okay, Sekunde. Also, wir fangen mit. Und ich möchte, dass du es rappst. Der Poké-Rap. Nee, den kriege ich nicht auf die Reihe. Aber ich kriege es ja hin, so lange zu sammeln, bis ich Pokémon 151 gegoogelt habe. Kannst du jetzt, Leon, kannst du bitte einfach jetzt anfangen, alle aufzuzählen und Björn macht ein Fade-Out. Das wäre so schön. Schneid das bitte einfach raus. Das wäre wirklich schön. Also, wir beginnen mit Isoboy, Nico, dann haben wir Bisasam, Bisaknoss, Bisaflor, Glumanda, Gintexo, Glurak, Shiggy, Shillok, Turtok, Raupi, Safcon, Smetho. Turtok. Was? Turtok. Es ist eine fucking englische Liste. Das ist, Turtok heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie. Das ist eine scheiß Vieh nochmal auf Turtok. Turtok. Okay. Dann, ja, okay. Whatever. Soll ich jetzt wirklich weitermachen? Ja! Raupi, Safcon, Smetbo, Honilu, Kokuna, Dibor, Taubsee, Tauboga, Taubos, Kratzfratz, Radikal, Habitak, Bibitak, Retan, Arbok, Pikachu, Raichu, Sandan, Sandamer, Nidoran, Nidorana, Nidoqueen, Nidoran, Nidorino, Nidoking. Ich hab vergessen, wie dumm diese Namen sind. Pipi, Pixie, Vulpix, Vulnona, Hummeluff, Knuddeluff, Zubat, Goldat, Mirapla, Buflor, Biflor, Paras, Parasek, Blusuk? Das ist ein scheiß Ding. Omot, Dikta, Diktri, Mauzi, Schnuppi, Tili. Was? Schnobili-Cut. Schnobili-Cut, Junge. Ich habe die echt lange nicht mehr gelesen oder ausgesprochen. Entoron, Lenki, Raspas, Fokanao, das ist Arani. Ein bisschen, als wenn meine Mutter die Liste liest. Wir sind bei 60, ne? Bei Quapzel jetzt. Ja, bist du ja fast durch. Quapuzzi, Quapo, Abra, Kadabra, Simsala, Macholo, Mashok, Machomei, Knofenza, Ultrigaria? Weiß nicht, ob ich das aushalte. Der hätte aber das Blut geschafft. Dazenia, Tentaka, Tentoxa, Kleinstein, Girox, Giovatz, Bonita, Galoppa, Fleckmon, Lamos, Magnetillo, Magneton, Morenta, Dodu, Dodri, Jurob, Jugong, Slimer, Slimog, Muchas, Austos, Nebulak, Alpolo, Gengar, Onix, Traumato, Hypno, Krabi, Kinkler, Voltoball, Elektroball, Ovei, Kokovei, Tragosso, Noga, Dickley, Nokchan, Das ist wirklich nur Schlupf. Das Mikrofon ausmachen kann, ich mach mir hier Pipi in die Augen, wirklich. Schmogon, Schmokmok, Gihorn, Izeros,
Chanera, Utangela, Kangama, Zeppa, Semos, Goldini, Golking, Sterndu, Stami, Pantimos, Sichlor, Rosana, Electek, Magma, Pinsir, Tauros, Kapador, Garados, Lapras, Ditu, Evoli, Aquana, Blitzer, Flamara, Porygon, Ammonitas, Amoroso, Kabutops, Aerodactyl, Relaxo, Arctos, Zapdos, Lavados, Atin, Dragonir, Dragoran, Mewtwo, Mew, ja, das waren die 141. 151. Yes, es ist. Schön. Voll toll. Das ist jetzt unser Patreon-Bonus-Content. Nee, das lasse ich für alle drin. Das ist ja schöner als Weihnachten, Thanksgiving und Ostern zusammen. Leid, ich musste mich kurz. Ich habe aber wirklich einige dieser Namen seit 20 Jahren nicht mehr ausgesprochen. Was muss ich damit machen? Du kannst den Pokerap drunter drüber legen. Also, die Liste Pokémon geht bis du. Irgendwie. Ach nee. Die Liste geht bis was? 900? Na, 800 oder so, 800 oder noch mehr. Also, ja. Die Liste, die ich hier habe, geht bis. Aber im Pokerap sind doch auch alle, oder? Na, die ersten, wenn nur die 151. Ja, aber das heißt, du könntest das schon zusammenschneiden. Ja. Dein Poké-Rap. Der Abspann von der Pokémon-Serie. In diesem Deutschen. Kennst du nicht den Poké-Rap? Ja, aber rappt auch noch diese ganzen Pokémon. Ey, Leute, ey, ganz ehrlich. Also, ich fand's nie so. Ihr fragt ihn, cool, ob er den Poké-Rap kennt, wenn er Kick Lay ausholt? Danke, Leon. Ja, gern geschehen. Gern geschehen. Hat mir auch gut gefallen, ja. Und was glaubst du, was für eine Freude 151 Pokémon daran hat? Ich bin dafür, das müssen wir jetzt jedes Mal machen, alle 151. Was heißt denn hier wir? Wir machen das so, bis du es kannst. Ach, schön. Vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Kacknamen wieder, das heißt, naja, okay. Macht's gut. Bis ganz schön. Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören.